Im Haus der Sozietät Rostock Maritim wurde die Ausstellung Maritim Art eröffnet. Gezeigt werden Werke von zeitgenössischen nationalen und internationalen Künstlern, die einen Bezug zu Hamburg haben. Die Bilder sind größtenteils Bestandteil der Wanderausstellung Hamburg, ganz Europa in einer Stadt, die bereits in der Elbmetropole und in Brüssel zu sehen war. Ins Leben gerufen wurde sie vom gemeinnützigen Verein Kulturaustausch Hamburg-Übersee. Also das sind Künstler, mit denen ich schon ganz, ganz viele Jahre zusammenarbeite und habe jeder Künstler malt ja eigentlich nur ganz wenig maritim. Es sind nur zwei Künstler dabei, die generell maritim malen. Und alle anderen habe ich gesucht bei denen im Fundus, was sie so Maritimes hatten, und das habe ich mir dann rausgesucht. Der Betrachter wird in besonderer Weise an die Themen Elbe, Wasser, Hafen und Umwelt herangeführt. Unter den Künstlern namhafte Maler wie Jürgen Haberstroh oder der in Russland geborene Sergei Maschekin, der 2 Jahre lang an seinem 7 Meter langen Bild vom Hamburger Hafen gearbeitet hat. Es dauert so lang, vielleicht 2 oder 3 Jahre bemalt. Und sollte natürlich von Natur unmöglich, diese große Bild malen. Malte ich von Foto. Es ist so komplizierte Architektur, Schiffe verschiedene. Und ich habe gemacht 800 ungefähr Fotobilder. Und dann langsam zuerst zentrale Teil bemalte ich. Und dann kommt weitere Idee, noch 2 links, rechts. Verbreiten. Ziel der Wanderausstellung ist es, den europaweiten Kulturaustausch zu fördern und das Bewusstsein für die Vielfalt der Natur, der Umwelt und der Wirtschaft in der Metropolregion Hamburg zu sensibilisieren. Ergänzt wird die Ausstellung mit den prämierten Bildern des Kinderplakatwettbewerbes 2015 zum Thema Port Hamburg. Maritim Art, noch bis zum 15. August im ehemaligen Schifffahrtsmuseum Rostock in der August-Behebel-Straße.